Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. In der letzten Folge haben wir die Reliquie gefunden und haben die Salarianische Arche befreit. Und wir werden jetzt uns darauf konzentrieren. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Ach du Scheiße, what the fuck, Alter. Okay, wir haben 4 Millionen neue fucking Aufgaben. Elaine. Okay, checken wir gleich ab. Wir werden jetzt erstmal. Da habe ich ja gemacht. Sie haben viele ihrer Leute verloren. Wir sind nach Andromeda. So. Da. Wir sind gekommen, um unseren Beitrag zu leisten. Das lassen wir uns von den Ketten nicht nehmen. So, die ist safe. Fuck me sideways. Zurück zur Nexus fahren. Wir fliegen jetzt erstmal. Und ja. Ja, was wir da zu tun haben. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir eine Prioritätsaufgabe machen oder erstmal gucken, was so nebenaufgabentechnisch wieder ansteht. Because I have no fucking idea. I have absolutely no fucking idea. Vielleicht gehen wir auch mal auf Habitat 7. Ah, mal gucken. Aber erstmal, ich glaube, auf der Nexus haben wir ein paar Sachen zu tun. Ja, letzte Folge, das war ja wieder behindert, dass das so hing, ne? Das war übertrieben dumm. Wir werden mit Drag reden, wir werden mit Sam reden, damit wir diese Erinnerungsscheiße fertig haben. Und ja, dann sollen wir noch mit dem Chef reden, wegen dem Archon-Chef. Das machen wir auch. Und dann müssen wir mal gucken, wohin wir gehen danach. Ist ja immer so ein Hin und Her. Hin, dahin, dahin, dahin. Dann machen wir alles fertig. Haben wir hier irgendwas? Außer mit Kiri reden. Was? Das Wichtigste zuerst. Tan hat Ihnen ein kleines Geschenk für Ihre positive Botschaft geschickt. Machen Sie das Beste daraus. Wir behandeln heute das vermutlich heikelste Thema für unsere Anführer, die Exilanten. Sie haben die heimtückischen Meuterer in Kadara Port kennengelernt. Nicht wenige halten die Exilanten für eine Bedrohung, die beseitigt werden muss. Die Exilanten haben ebenso viele Probleme wie die Initiative. Nicht jeder Gesetzlose will unseren Tod. Wow, es grenzt beinahe an Ketzerei, die Exilanten als etwas anderes darzustellen als dreckige, nun ja, Exilanten eben. Es tut mir leid, aber damit sind wir auch schon am Ende. Ich muss mich noch auf ein Treffen vorbereiten. Anscheinend möchten sich einige Kolonisten über die Sendung unterhalten. Vielleicht sind sie ja sogar bereit, vor die Kamera zu treten. Ich bringe hier noch schnell alles. Was für ein Chaos. Ja, ein paar Sachen untersuchen. Kommandozentrale. Dann müssen wir noch mit Sam. Ich weiß gar nicht, müssen wir mit Sam reden?
Aber ja, wir haben ein Ding freigeschaltet. Wir müssen mit dem quatschen können. Pathfinder Mason Barrow hingegen kam Berichten zufolge ums Leben, ja, komm, während er die Arche zu dem Planeten führte. Seine Nachfolger. Vielleicht verwirrt. Okay, das Pathfinder was wir mit dem wird vermutlich der ehemalige Spectre Avertus Riggs antreten. Lovely stuff, lovely stuff. Das lovely war stuff. HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Hallo. Sie warten auf Sie. Sehen Sie sich vor. Ryders Entscheidung, diese Kroganer zu retten, war rein emotional. Er dachte dabei an Sie. Ryder weiß selbst, was er tut. Geben Sie einfach zu, dass Sie die Kroganer nicht mögen. Der Pathfinder. Ryder, wir haben gerade über Ihre Begegnung mit dem Archon gesprochen. Ich konnte nicht alle retten. Ich musste eine Entscheidung treffen. Ja, die Bürde eines Anführers. Nichtsdestotrotz ist es schön, die Arche Passero wieder mit der Nexus vereint zu sehen. Ich muss allerdings fragen, was es uns gebracht hat, den Archon Dea zu provozieren. Er hatte eine Karte mit der Position von Meridian. Jetzt haben wir sie und nicht viel Zeit, um dorthin zu kommen. Es ist das Kontrollzentrum des Terraforming-Netzwerks. Wenn wir es aktivieren, sind all unsere Probleme gelöst. Woher wissen Sie das? Es ist eine fremde Technologie. Das Gewölbe auf Aya weist darauf hin, dass Meridian der Schlüssel ist. Ich schätze, was Sie für unsere Einsatzteams getan haben, aber für einen Krieg gegen die Cat sind wir zu schwach. Sie werden Meridian mit allem verteidigen, was Sie haben. Wenn wir nichts tun, kommt es garantiert zu einem Kampf. Der Archon plant bereits, wie er uns dem Aufstieg unterziehen kann. Das wird hässlich. Wir sollten uns auf die Außenposten konzentrieren. Wenn dann die Cat angreifen, sind wir nicht alle am selben Ort. Außerdem ist dann noch die Sache mit Ihrem Sam. Wir sind das Risiko eingegangen, eine KI mit einzubeziehen. Offen gesagt fühle ich mich aber unwohl dabei, wie sehr sie inzwischen einbezogen ist. Ich kann ihren Plan nicht unterstützen, Ryder. Ich schon. Genau wie ich. Ich stimme zu. Ryder verdient die Chance, es zu versuchen. Ich begrüße Ihre Geschlossenheit, aber Sie unterstehen mir. Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Was ist los, Tan? Angst, jemand könnte Sie in den Schatten stellen? Wir sind nicht die Pathfinder-Initiative. Die Befehlskette besteht nicht ohne Grund. Das wäre dann alles. Ich hätte es wissen müssen. Und ich habe nicht mal einen Plan B. Es gibt vielleicht einen Weg. Verzeihung, Pathfinder. Ich habe eine dringende Nachricht für Sie. Ihre Schwester ist aufgewacht. Was? Gehen Sie. Wir unterhalten uns später. Im Tech-Labor. Man sieht die? Das wusste ich nicht. Sarah. Scott. Komm schon her. Mann, es tut so gut, dich zu sehen. Es tut gut, überhaupt was zu sehen. Ich dachte schon, ich wache nie wieder auf. Ich auch. Bei deinem Zustand konnte niemand sagen, was passieren würde. Zumindest bin ich in einem die Erste. Die erste Frau in Andromeda, die aus dem Koma erwacht. Was hat Dad immer gesagt? Man muss auch die kleinen Siege feiern. Genau. Tut mir leid, dass ich bei seinem Tod nicht da war. Du hättest nichts tun können. Ich war mir nicht mal sicher, ob ich es dir erzählen soll. Er wird mir fehlen. Aber ich weiß auch, was er jetzt gesagt hätte. Komm drüber weg und mach dich an die Arbeit. Oh, davon gibt's reichlich. Hab ich gehört, Mr. Pathfinder. Nicht freiwillig. Okay, vielleicht verzeih ich dir, dass du mir erzählt hast, wir hätten ein Zuhause gefunden. Ich... Ja, okay, du hast es gut gemeint. Aber keine Lügen mehr, okay? Ich verkrafte die Wahrheit. So wie es klingt, wirst du jede Hilfe brauchen, die du kriegen kannst. Langsam. Sie sind keinesfalls diensttauglich, Miss. Ihr Dickschädel braucht Zeit, sich zu erholen. Sagt wer? Geh's nur einmal langsam an, okay? Wir können noch jede Menge Berge besteigen, wenn du wieder fit bist. Oh, auf die höchsten kommst du doch eh nicht. Sie können sich gerne noch weiter unterhalten, aber Sie bleiben im Bett. Na klar. Ryder, hier Pathfinder Riggs. Wir hätten da ein paar Ideen wegen Meridian. Das ist nicht... Kommen Sie so schnell wie möglich ins Tech-Labor. Mach ich. Ja, da wollte ich auch machen. Wo ist der scheiß Sam?
Den Sam-Kill müssen wir auch noch quatschen. Das auf jeden Fall, ey. Das muss gemacht werden. Wenn wir mit dem quatschen, dann kriegen wir die Erinnerung und dann kriegen wir bestimmt noch mal eine Mission rein. An der Meuterei beteiligt. Ermittlungen haben ergeben, dass die ehemalige Leiterin der Nexus-Sicherheit Sloane Kelly an die... Aufstand beteiligt war, der Dutzende Opfer gefordert hatte. Also haben wir hier auch noch ein paar Aufgaben. Good shit, good shit, good shit. Inzwischen auf Kedera aufgespürt, einem Ödnisplaneten im Govorkampf. Oh, Ryder, wir haben mit Dr. Aridana und ihrem Team darüber nachgedacht, wie sie nach Meridian kommen könnten. Wir denken, wir haben eine Lösung gefunden. Ich höre. Das sind Pläne für eine neue Technologie, die wir Ghost Storm nennen. Sobald sie sich Meridian nähern, können unsere Schiffe die Signatur der Tempest nachahmen. Die Cat werden nicht wissen, welche die echte ist. Ihre Sensoren werden verrückt spielen und wir können ihre Schiffe weglocken. Das könnte ihnen ein wenig Zeit verschaffen. Das könnte uns genau den Vorteil bringen, den wir brauchen. Der Rest liegt dann bei ihnen. Wir handeln aber gegen den Willen der Initiative und wir sind auf uns allein gestellt. Sie haben nichts gehört. Was gehört? Wir sind schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Gamma-Diagramme auszuwerten. So ist das nun mal als Pathfinder. Risiken sind Teil des Jobs. Na dann, gehen wir es an. Der Archon wird nicht untätig rumsitzen. Als erstes müssen Sie die Ghost Storm-Technologie erforschen. Anschließend treffen wir uns bei Meridian. So, das müssen wir erforschen. Oh, interessant. Chillig. Ich frage mich, wie sich diese Angara in einem der... Cool, cool, cool. Dann machen wir das. Dann werden wir zum Sam-Kern gehen, auf jeden Fall noch. Ja, schaffen wir alles noch. Dann will ich die letzte Erinnerung abspielen, mal gucken, was dann passiert. Vielleicht explodiert irgendwas oder so. Dann wahrscheinlich wieder zurück auf die Tempest, mit Cora Mambora reden. Hey, war doch noch Band oder so. Das ist Audio-Log. Kommen wir da rein. Ich bin hier bestimmt falsch. Ich muss schon rein weiter. Sam, war so klar, ist jemand in der Nähe? Negativ, Pathfinder. In der Umgebung halten sich keinerlei Personen auf. Na, also seid froh. Es gibt in ihrer Nähe einen blinden Fleck, Pathfinder. Was meinst du damit? Vereinfacht gesagt, ich kann einen Teil des Raumes nicht sehen. Was haben wir denn hier? Meeting-Notizen für Direktor Ten. Die Technikabteilung hat erneut Ressourcen angefordert, die wir nicht haben. Es geht insbesondere um Reparaturen an nicht essentiellen Systemen. Ich zweifle inzwischen an Cashs Fähigkeit, die richtigen Moment. Prioritäten zu setzen. Ist das das, wofür ich es halte? Den Inventarlisten zufolge ist dieses Schiffsmodell vor 6 Monaten aus den Beständen verschwunden. Werden Sie die Box zurücklegen, Pathfinder? Nein. Wer es findet, darf es behalten. So true. Das Datenpad ist passwortgeschützt. Soll ich eine Entschlüsselungsroutine anwenden? Ja, ich denke, es ist das Risiko wert. Tu es. Ich habe jetzt Zugriff auf die Audiologs. Spiel das erste Log ab. Ten versteht sich inzwischen ein bisschen zu gut mit Vetras Ersatz. Ich sollte etwas dagegen unternehmen.
Spiel das zweite ab. Ich muss Addison daran erinnern, dass sämtliche Kroganer abgehauen sind. Es ist gut, wenn sie unzufrieden ist. Lass mich mal das dritte hören. Ich muss mich von diesem Kerl fernhalten, der die erste Kolonie leitet. Wenn er auf die Idee kommt, ich würde Addison hintergehen, könnte er zu einem echten Problem werden. Danke, Sam. Der Scanner wird durch Interferenzen blockiert. Sie werden bei der Durchsuchung dieses Quartiers auf einfachere Mittel zurückgreifen müssen. Cash, ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir hier etwas tun können. Wir haben die Systeme vorerst stabilisiert. Aber wir werden die Energie bald umleiten müssen. Ansonsten könnten wir einige Stase-Kapseln verlieren. Sie sollten vielleicht unter oder hinter den Möbeln nachsehen, Pathfinder. Was haben wir denn hier? Wo denn? Was ist das? Ich kann es nicht scannen, Pathfinder. Es blockiert mich, ähnlich wie ein Scrambler. Das klingt nach einer Aufgabe für einen Kommunikationsexperten. Yes, sir. Let's go. Can't believe it, I'm so hyped. Oh boy. Mit dem Kommoffizier reden. Yum, yum. Showdown auf Kedera. Machtkampf im Hafen der Exilanten. Im Anschluss an einen erbitterten Kampf gegen die konkurrierenden Verbanden hat nun das Kollektiv die Kontrolle über Kedera übernommen. Sloan Kelly, die Anführerin der Verbanden, wurde von einem Scharfschützen getötet, als das Kollektiv die Macht übernahm. Kima Dorgan, die Sprecherin des Kollektivs, plädierte anschließend dafür, jegliche Pathfinder, was kann ich für Sie tun? Ich werde Sie gleich etwas fragen. Und es ist wichtig, dass Sie dabei einfach nur lächeln und entspannt aussehen. Lächeln und entspannt aussehen. Verstanden. Ich habe dieses Ding irgendwo auf der Station gefunden. Ich muss wissen, was genau es macht. Natürlich, ich sehe es mir... Moment. Das ist ein Scrambler. Diese Geräte sind illegal. Woher haben Sie ihn? Das möchte ich vorerst für mich behalten. Sie erfahren es, sobald die Zeit reif ist. Oder sobald ich diesen Scrambler für Sie gehackt habe. Hm? Können Sie rausfinden, wer ihn verwendet hat? Ich brauche stichhaltige Beweise. Darauf können Sie wetten. Mit diesem Ding könnte man sich durch jede unserer Firewalls hacken. Es hat schon einen Grund, warum sie verboten sind. Tut mir leid, einfach lächeln. Ganz entspannt. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie fertig sind. Jawohl, Sir. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Das ist großartig. Das ist Tempest Tempest. Tempest wollen wir nicht machen. Sam, weil das ist die letzte Erinnerung, die freigeschaltet ist. Oh, da bin ich mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Führende Wissenschaftler rätseln weiterhin über die Geißel. Jene Anomalie aus dunkler Energie, die sowohl Reisen als auch die Kommunikation in diesem Cluster erschwert. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. So, alle Aufstände sind beseitigt. Wunderprächtig. Oh, ich kann gar nicht mehr machen. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Sehen wir sie uns an. Moment, es gibt eine zusätzliche Sicherheitsebene. Was hat Gian Garson gleich nochmal gesagt? Das Codewort lautet Fulcrum? Es hat funktioniert. Das ist die letzte Erinnerung, die Ihr Vater verschlüsselt hat, aus der letzten Planungsphase für die Abreise der Hyperion.
Kerstis, danke für den Anruf. Nicht viele geben auch zu, mich zu kennen. Ich höre, du hast wieder eine gute Zeit auf der Seele. Mein Freund Gerrits arbeitet jetzt dort. C-Sicherheit. Und? Er sagt, er hat Hauptkommandoschef-Geschichte für Schwindel. Aha. Aber? Privat sind sie da angeblich nicht so sicher. Diese Bedrohung, die heißen Reaper? Shepard nennt sie so. Es geht um einen Zyklus, ein Massensterben, das alle 50.000 Jahre passiert, galaxieweit. Und angeblich soll bald wieder der Wecker klingen. Unglaublich. Ich weiß. Aber Gerrits hat gesagt, dass Shepard total vernünftig ist. So wie du. Ein Endziel. Wenn der Kommandant also sagt, dass diese Reaper kommen, dann will ich nicht dabei sein. Danke, Kestis. Mach's gut. Ja. Ich habe mich umgehört. Könnte was dran sein. Wenn es wirklich zum Krieg kommt, wird es einen Ressourcenbedarf geben wie noch nie zuvor. Das Chaos wird gigantisch sein. Wir sollten den Zeitplan beschleunigen. Aber ohne den Grund zu verraten. Bloß keine Unruhe. Die Archen müssen unterwegs sein, bevor der Kampf beginnt. Wir dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Richtig. Ist noch etwas? Sie sprachen schon vor Jahren von Rettung für viele. Sie wussten, was kommt. Ich wusste, dass etwas kommt. Theoretisch. Durch Shepard wurde es real. Jetzt, da Sie recht behalten haben? Brauchen wir eine neue Hand. Wir werden alles sein, was von der Zivilisation übrig bleibt. Sam. Ja, Pathfinder? Finde meine Kinder. Ich muss mit ihnen reden. Dringend. Und wie geht's Ellen? Nach wie vor in Stase. Ihre Krankheit schaltet dadurch nicht weiter fort. Wie erhofft. Ihre Kapsel muss auf die Hyperion. Unter falschem Namen. Ich sag's den Kindern, wenn die Zeit reif ist. Sam, übertrage den Pathfinder-Zugang. Erinnerungen verschlüsseln. Noch besteht Hoffnung für deine Mutter. Ja, sie ist tot. Mom ist hier? Sie lebt? Alec hat jede Kenntnis dieser Erinnerung blockiert. Ich weiß erst jetzt wieder, dass er befohlen hat, Ellen in Stase zu versetzen. Er hoffte dadurch, eine Verschlimmerung ihrer Krankheit aufzuhalten, bis eine Heilung möglich wäre. Das hätte niemals ein Geheimnis sein dürfen. Ihr Vater war gegen falsche Hoffnungen. Das ist der Grund, warum sie zum Pathfinder gemacht wurden, um dafür zu sorgen, dass sein Ansatz auch umgesetzt wird. Wo ist Mom jetzt? Hier auf der Hyperion. Ellen liegt in einer Stase-Kapsel unter dem falschen Namen Elizabeth Riley. Jetzt wissen wir, was Gian Garson gemeint hat. Etwas Großes hat den Wohltäter in Angst versetzt. Es waren diese Reaper. Was weißt du über sie? Ein Spekter in der Milchstraße, Commander Shepard, strengte 2183 eine Untersuchung über die Existenz eines alten Volkes an, das Reaper genannt wurde. Shepards Informationen besagten, dass die Reaper die Milchstraße alle 50.000 Jahre überfallen, um jedes komplexere organische Leben zu vernichten. Angeblich wiederholt sich dieser Zyklus schon seit Jahrmillionen. Shepard behauptete, die Rückkehr der Reaper stünde unmittelbar bevor. Das war vor mehr als 600 Jahren. Hatte Shepard recht? Sind die Reaper zurückgekehrt? Zusätzliche Loks wurden im Quartier ihres Vaters freigeschaltet. Ihre Implikationen sind beunruhigend. Ihr Vater hielt es für sinnvoll, dass sie diese Informationen erhalten, sollte ihm etwas zustoßen. Aber warum wurde Gian Garson ermordet? Erinnern Sie sich an Garsons Wort über den Wohltäter. Jetzt werden 100.000 von uns nach Andromeda geschickt. Ich hoffe, es ist zu unserem Besten, aber ich habe meine Zweifel. Was bedeutet das? Wer war oder ist der Wohltäter? Unbekannt. Das war also Dads Plan. Alec konnte nicht mit dem Gedanken leben, dass Ellen gesund wird, nur um zu erfahren, dass sie gestorben sind. Er opferte sich selbst, um zu gewährleisten, dass sie und Sarah eines Tages mit ihrer Mutter vereint werden.
Außerdem war er besorgt, dass seine Informationen über die Reaper und den Wohltäter geheim blieben. Er vertraute ihnen dieses Wissen an. Weitere Loks mit relevanten Informationen sind jetzt in Alex' Quartier freigeschaltet. Alles klar. Ich muss zur Mom. Lovely stuff, lovely Information. 600 Jahre steht das also in der Zukunft von Shepard. Interesting shit. Und das ist einfach so verloren gegangen, diese Info. Haram. Unsere Geschichte wurde einfach untergraben, kann man sagen. Oh boy, I'm so aufgeregt. Let's go, Geronimo. Die Kroganer kehren nach ihrer Aufsehenerregung. Ah, es ist eine Zeit für ein kleines Die Kroganer wurden wieder in der Initiative aufgeheißen, die ihre Forderung nach Gleichberechtigung akzeptiert wurden. Die Clan-Anführerin Nakmo-Orda zeigt sich erfreut über die Unterstützung und Ressourcen, die ihre Kolonie auf ihr Laden nun erhalten hat. Das wurde gezeigt. Das war HNS mit dem Grapefruit-Geschmack. Gleich mal gönnen, wenn wir uns die Erinnerungsdinge angucken. Das ist nicht gut. Verdammte Exilant. Zur Seite, Mann. What up, Doc? Da bist du ja. What up? Na schön, hier ist die Kapsel, zu der ich kommen sollte. Was ist so wichtig an Elizabeth Riley? Wenn du eine Person wieder in deinem Leben haben könntest, wer wäre das? Keine Frage. Mom natürlich. Moment mal. Elizabeth Riley? E-R? Das sind ihre Initialen. Bedeutet das etwa... Ich habe Dads letzte Erinnerung gesehen. Er ist Alan Ryder. Er hat sie mitgenommen. Sarah. Oh mein Gott. Das ist Mom. Wie ist das möglich? Dad hat sie so sehr geliebt. Er konnte sie nicht aufgeben. Nicht mal, als es eigentlich schon zu spät war. Er hat zwar selten voreilig gehandelt, aber am Ende haben seine Emotionen doch seine Entscheidung bestimmt. Unglaublich. Dads Sturheit hat sich letztlich also doch bezahlt gemacht. Ich könnte ihn umarmen und dann anschreien. Er hätte es uns erzählen müssen. Dasselbe habe ich auch gesagt, aber ganz ehrlich, spielt das wirklich noch eine Rolle? Sie ist hier und am Leben. Wir müssen sie wecken. Davon rate ich ab. Obwohl Ellen am Leben ist, würde durch die Aufhebung der Stase auch ihre Krankheit weiter fortschreiten, was letztlich zu ihrem Tod führen könnte. Können wir sie nicht heilen, Sam? Es sind schließlich 600 Jahre vergangen. Genau das war der Plan ihres Vaters. Was soll das heißen? Alec hatte gehofft, wir würden in Andromeda neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen, die uns Antworten liefern können. Und wir haben auf unseren Reisen durch Helios tatsächlich wertvolles Wissen über Genetik erworben. Informationen, die zu einem Heilmittel führen könnten. Dennoch ist Geduld erforderlich. Im Moment sollten sie sich darüber freuen, dass sie noch lebt. Und dass ihre Taten ja eines Tages das Leben retten werden. Ohne dich wären wir nie so weit gekommen, Sam. Also danke dafür. Sie müssen mir nicht danken. Es war meine ursprüngliche Aufgabe, Ellen Ryders Überleben sicherzustellen. Und ich hoffe, wir drei werden sie eines Tages erfüllen. Gemeinsam. Halt durch, Mom. Du hast uns gefehlt. Halt durch, Bitch. We're coming for you. We're coming. Okay. Beruhig dich. Oh yes, so erstmal back auf die Tempest. Von der Tempest aus reden wir mit Drake und Cora. Oh shit.
Ja, wir gehen noch auf die Tempest und dann machen wir erstmal hier einen kleinen schönen Cut. In der nächsten Folge waren wir Tempest und... Weiß ich ja nicht, wo wir hingehen. Da immer wir nach Cabral gehen. Oder nach Elaine. Müssen wir mal schauen. Mögliche Spender werden gebeten, sich an einen Arzt zu wenden. So, seid ihr denn los? Mit den aktuellsten Neuigkeiten. Diese Wache. Jawohl, ja geil, ey, also cool, das war ja eine erkenntnisreiche Folge. Lovely, lovely, lovely. Das heißt, die waren in dieser geilen Arche und die haben alle gesleept. Für 600 Jahre. Und dann sind die aufgewacht. Lovely, lovely shit. Lovely, lovely shit. Und deswegen sind die Informationen an die Reaper nie angekommen anscheinend, weil die keine Verbindung haben. Pathfinder, Drag möchte sie sehen. Redet nicht mit mir. Lass mal meine Mates nochmal checken. Es gibt was Neues. Da ist doch keine Ruhe. Ach du Scheiße.